stehen in der Schillerstraße, Hochdorf. Wir wurden alarmiert zu einem Brand 3, Dachstuhlbrand. Die erste Lage ergab, dass wohl im Dachstuhl Feuer ist. Man hat das Feuer von innen nicht gesehen, nur hören können. Von außen konnte man dann den Feuerschein auf der rechten Seite erkennen. Und wir sind dann zum Innenbrandangriff, also zur Brandbekämpfung innen mit einem Zero, mit einem Druck vorgegangen. War aber sehr schlecht zugänglich, weil nur eine kleine Leiter zu dem Dachschuss hochgeführt hat und dann ein kleiner Zugang zum eigentlichen Brandraum war. Und da hat man dann mit der Brandbekämpfung innen begonnen. Parallel dazu haben wir außer Riegelstellung und Brandbekämpfung von der rechten Seite aufgebaut. Der Bewohner, es waren zwei Bewohner, im ersten einer und im Dachgeschoss einer. Die Bewohnerin unten, die Pflegerin, ist uns schon entgegengekommen und den Mann aus dem zweiten Stock, den haben wir rausbegleitet. Wie gesagt, wir dann haben, nachdem die Personen draußen waren, Brandbekämpfung haben wir dann begonnen und die haben wir fortgeführt und irgendwann war es eine massivere Brandausbreitung auf dem Dach, bis der Dachstuhl dann offen war. Dann konnte man mit der Drehleiter von außen Brandbekämpfung machen und von der rückwärtigen Seite konnte man dann mit zwei Strahlrohre auch Brandbekämpfung durchführen. Also wir haben zwischen dem angebauten Gebäude und dem brennenden Gebäude dann auch eine Riegelstellung aufgebaut, weil es da rausgeraucht hat. Flammenschein war auf der Seite aber nicht zu sehen und war so eigentlich auch jetzt keine Gefahr für das benachbarte Gebäude direkt. Also insgesamt, also Feuerwehr Hochdorf war mit 4 Fahrzeugen, die Feuerwehr Reichenbach mit 3, die Feuerwehr Bloching mit 2 Fahrzeugen, 9 Fahrzeuge und 48 Mann von der Feuerwehr. Dann waren noch der Rettungsdienst und der HVO und Polizei vor Ort. Es gab Verdacht auf eine Verletzung, ja, der wurde vom Rettungsdienst versorgt und mitgenommen. Was jetzt genau war, wissen wir noch nicht. Offensichtlich keine schwere Verletzung. Ja. Das Feuer ist ja jetzt aus, man kommt aber durch diese verschachtelte Bauweise oben und isolierte Dachhaut und es hat hinter der Dachhaut gebrannt, also hinter der Verschalung. Und jetzt gehen wir so vor, dass wir uns da einen Weg verschaffen in der Mitte, ein bisschen Freiraum und dann die innere Dachhaut öffnen, die Isolierung entfernen und da dahinter schauen, dann, was noch an Brandgut da ist, das voll ablöschen. Dann wollen wir eine Brandwache stellen für heute Nacht und dann ist das hoffentlich gewesen. Ja, die Polizei hat mich bei mir zu Hause davon in Kenntnis gesetzt, dass ein großer Brand hier in Hochdorf gerade leider im Gange ist und habe mich dann auch gleich hierher aufgemacht, um zu schauen, natürlich auch, ob jemand zu Schaden gekommen ist oder ob jemand untergebracht werden muss. Es ist ja auch wichtig, dass die Leute dann ein Dach über dem Kopf haben, auch nach dem Brand. Ja. Und erfreulicherweise ist es jetzt so, dass die Nachbarschaft sehr gut hier ist, offensichtlich, dass nämlich in der Nachbarschaft die Leute untergebracht werden können. Und wir werden jetzt morgen noch schauen, ob wir auch vielleicht wegen der Bekleidung noch, weil ist ja alles jetzt nicht mehr benutzbar, dass wir da schauen, dass wir da Hilfe leisten können. Ja, ist natürlich immer sehr schlimm, wenn ein Haus brennt, das bewohnt ist, weil man immer davon ausgehen muss, dass ein Personenschaden möglicherweise da ist. Und wenn nicht, dann ist es immer der Sachschaden natürlich und natürlich auch der Erinnerungswert von Gegenständen, die dann danach nicht mehr vorhanden oder nicht mehr zu gebrauchen sind. Das sind die Dinge, die einem da erstmal durch den Kopf gehen, aber natürlich erstmal auch die Sicherheit der möglicherweise betroffenen Personen.